Ein neues Video, aber nur insofern, wir lösen mal Gleichungen, das haben wir in der siebten gemacht. Bleiben wir gleich bei so einer Volumenformel. V sei mal Pi Viertel groß D Quadrat minus klein D Quadrat mal Körperhöhe. Und wir wollen Folgendes ermitteln, und zwar, ja. Wir setzen mal gleich richtig einen drauf. Wir wollen das klein d ermitteln. So. Punktrechnung vor Strichrechnung ist ja richtig, ist ja gut. Wir wissen, Klaps rückwärts. Klaps rückwärts. Also erstmal um alles Mögliche kümmern und ich mache mal Pause. Machen wir das mal schrittweise. Der Tipp ist, auf einen Schlag Pi Viertel und K wegzubringen, denn die Strichrechnung, Klaps rückwärts, Strichrechnung steht in der Klammer. Also da können wir uns erst ganz zum Schluss drum kümmern. Und das ist der nächste Schritt. Wie sieht es dann aus? Ich mache wieder Pause, ihr zu Hause auch. So, dann muss es so aussehen, auf der linken Seite wird alles mal 4 und mal genommen und durch Pi und K geteilt. V mal 4 durch Pi und K. Und auf der anderen Seite kürzt sich das ja weg. Achtung, wir müssen aber trotz alledem noch das Groß D Quadrat wegbringen. Wie kriegen wir das hin? Jawohl, es geht weiter mit minus Groß D Quadrat auf einen Schlag. Dann ist es leicht, wir können abschreiben, V mal 4 durch Pi und K. Wer 4V schreibt, ist auch nicht schlimm. Und jetzt minus groß D Quadrat ist gleich minus klein D Quadrat. Jetzt wird es nochmal spannend. Was müssen wir jetzt machen? Genauso ist es. Es geht so weiter. Mal minus 1 in Klammern. Oder mal in Klammern minus 1. Warum? Denn minus mal minus ist plus. Ich muss dieses Minus erst wegbringen. Ich kann nämlich keine Wurzel ziehen. Ich will ja zum Schluss d haben und nicht das d Quadrat, ne? Also alles mal in Klammern minus 1 und dann klappt es. Der Übersichtlichkeit halber, ich muss ja alles mal minus 1 nehmen. Auch das minus groß d Quadrat, das muss auch mal minus. Dann wird das plus groß d Quadrat, dann schreibe ich das davor. Und dieser zweite Term hier, dieser hier, der würde negativ werden. Wenn ich ein Minus davor schreibe, ist das richtig. Und hier ein Plus. Das ist nicht schlimm. Aber als Regietipp, schreibt Minus nie vor irgendwelche Terme und lasst sie alleine so rumstehen. Die vergisst man ganz schnell mal da und dann wird alles falsch. Das muss nicht sein. Also so zu schreiben ist es günstiger. Dann sieht jeder, aha, das Minus ist da und das geht nicht so schnell flöten. Der nächste Schritt ist jetzt wieder einfach. Es steht ja hier ein Quadrat. Ich möchte aber ein D ohne Quadrat haben. Und das Gegenteil, das haben wir schon eben gesagt, ist nichts anderes als beide Seiten zu wurzeln, zu radizieren, sagt man. Dann ergibt sich folgende Formel und die schreibe ich mal gleich hier hin, ohne weitere Pausen. Und das müsstet ihr auch haben. Wurzel wieder schließen, dann weiß man, aha, die Wurzel geht bis hier hin und das ist d. So formt man solche Gleichungen um. Zack, doppelt unterstreichen und wir sind fertig. Irgendwelche Fragen dazu? Physik in 100 Sekunden, der hat spaßenshalber mal so eine, ich habe die aber umgewandelt, so eine lustige Aufgabe dahin getan. Ich mache es mal so, ich schreibe es mal in Babyschreibweise. 6 geteilt durch 2 mal x plus 1 und so weiter, soll 9 sein. Bin mal gespannt, was x ist. Um das gleich mal klar zu machen, diese Formel haben wir mal umgeschrieben. Babyschreibweise mit dem durch macht die ganze Sache hässlich. Die Formel heißt beim besten Willen 6 durch 2 und dann mal x plus 1. Und dann kann man weitermachen. So, meine Lieben, also jetzt ist es einfacher. Erster Schritt, das hier ergibt 3. Ne? Wenn ich das kürze, ist das nur noch eine 3. Die 1 kann ich mir dann schenken. Also teile ich durch 3, habe ich auf der rechten Seite 3. Und hier kann ich mir die Klammer sparen, weil der ganze Ausdruck mit nichts mehr multipliziert wird. Also ist der Rest leicht. Ich schließe das Video an der Stelle ab. Nachgucken, andere Videos suchen. Wir haben sehr viele Gleichungen schon gelöst. Kriegen wir alles hin. Gut, Damen und Herren, dann war es das an der Stelle. Ich schließe das Video ab und wünsche fröhliches Üben. Wir werden auch in der Richtung noch Teste schreiben in nächster Zeit, ne, damit ihr da spitz seid. Gut.